Wir befinden uns am schönen Schliersee, unweit von dem Dorf Fischbachau, das man in ca. 10 Autominuten von dort aus erreichen kann. Und während wir uns jetzt dieses herrliche Wetter am Schliersee anschauen, laufen schon seit den frühen Morgenstunden Vorbereitungen. Vorbereitungen zu einem Brauchtum in Bayern, das am 1. Mai einen hohen Stellenwert hat in dieser Region, nämlich den Maibaum aufstellen. Und wir sind bei keinem geringeren Maibaum dabei als bei dem von der Krugalm. Die Krugalm ist im Landkreis Miesbach eine Alm, wo man einheimische Weltenbummler, Leute von der Nordsee, von Nordrhein-Westfalen, vom tiefsten Bayern und aus allen Regionen der Welt treffen kann. Und das relativ wenig mit Tourismus zu tun hat. Aber immerhin, es finden sich doch ein paar Leute von München ein, die es auch im Internet gelesen haben. Ja, und auf dem Weg dorthin merkt man schon, dass sich da einiges rührt. Ein schöner Wagen ist das vom Münchner Hofbräuhaus, das das Bier geschickt hat. Zum Wirt von der Krugalm. Ja, und da sind wir schon auf der Krugalm. Da herrscht schon ein reges Treiben, nur eins fehlt, das Bier. Und da kommt es auch schon. Und noch was fehlt natürlich. Das ist der Maibaum. Aber der kommt bereits getragen von den Mannsbildern von Fischbachau, die hier kräftig anfassen. Und der Wirt nimmt das selber in die Hand, das Ganze. Schlagzeug haben wir. Also mit schlecht wieder, wenn es ringt, wir müssen dann links weg, ja? Auf den Millimeter wird da eingepasst. Auch das gute Essen darf nicht fehlen, aber die Wirtsleute haben da einiges zu bieten. Das gehen wir zwei durch. So, nicht ganz ehrlich. Ist schon drin? Nein, nein, jetzt ja das. Das gehen wir zwei durch. Von München aus zu erreichen ist Schliersee ausgezeichnet in 51 Minuten vom Münchner Hauptbahnhof bis zum Bahnhof in Schliersee. Mit der BOB-Bahn, das ist die Bayerische Oberlandbahn. Und das Ganze kostet gerade mal 10 Euro. Also kein horrender Preis.
um ins tiefste Bayern zu gelangen. Und wie gesagt, vom Schliersee bis daher in 10 Minuten. Hierzulande wird der Maibaum noch mit der Hand aufgestellt. In Großstädten wie München ist das nicht mehr erlaubt. Natürlich darf das Bier auch nicht fehlen. Das ist ja eins der wichtigsten Sachen. In Bayern gehört das Bier ja zum Grundnahrungsmittel. Und immer wieder wird nachgefasst, abgestützt und wieder ein Stück aufgehoben. Und natürlich, die Musik darf auch nicht fehlen. Musikkapelle Fischbach-Au spielt zünftig auf. Und währenddessen hat man Gelegenheit, die prächtig geschmückten Pferde zu bestaunen und die Wappen der Brauerei, Hofbräuhaus München und alles, was von den Farben her an den weiß-blauen Himmel, an den bayerischen Himmel erinnert. Und die Krone natürlich, die ja auch nirgendwo fehlen darf. Alles in allem ein wunderbarer Anblick. Und es finden sich immer mehr und mehr Leute ein. Das bunte Treiben nimmt immer mehr zu. Aber es ist so eine freudige Stimmung hier und es ist wirklich jeder willkommen. Für die Kinder ist das ganz prima, weil um die Alm herum überhaupt kein Verkehr herrscht. Es geht nur ein Weg durch das Tal. Und das meiste, was man hier antrifft, sind Spaziergänger und Radfahrer. Und natürlich die Pferde. Aber von Verkehr kann hier keine Rede sein. Ja, und da spielt es wieder auf, unsere Fischbach-Au Musikkapelle. Mal in die eine Richtung, mal in die andere, zum Festzelt, damit jeder auch was davon hat. Der Maibaum gewinnt langsam an Höhe. Und auch die ganz Kleinen scheinen ihre Freude zu haben, sind wohl auch ganz zufrieden hier. Und wie gesagt, es gibt einen riesen Spielplatz und keine Autos. Und die Frauen wollen auch mitreden, das ist schon klar. Ja, und dann geht's wieder zur Sache. Wie man sieht, die kräftigen Wadeln. Ja, jeder muss hinlangen. Und auf geht's, Bon. Und jetzt steht er auch schon fast. Ja, ein Stück fehlt noch. Und immer wieder wird überlegt und geschaut, dass auch alles passt. Wieder ist ein bisschen Zeit für die Musik, die den ganzen Tag eine hervorragende Untermalung geliefert hat. Alt wie jung, Radfahrer, alles ist da.
Und auch die Kleinen schauen zünftig aus. Er ist jetzt auch beruhigt, weil der Maibaum endlich da ist. Ja, steht er noch da, ja. Gut. Ja, und das Quant stimmt natürlich auch. Ein nettes Paar. So, dann wird es auch langsam Zeit. Ja, und der Chef von der Brauerei wartet schon mit der Fahne in der Hand. Und jetzt geht's dann auf. Jeder packt an. Und jetzt steht er. Und die Musik bitte. Ach, die Fahne muss noch rauf und dann. Jetzt aber schnell. Alle schauen auf ihn. Und da steigt die Fahne, die weiß-blaue, in den herrlichen bayerischen Himmel hinauf. Und damit stimmt die Welt in Bayern wieder. Und man sieht, ist er auch sehr erfreut. Ja, und das darf natürlich nicht fehlen. Eine Aufnahme, wo alle wichtigen Leute aus der Region drauf sind, beim Maibaum setzen. Verzeihung, beim Maibaum aufstellen. Der Fotograf vom Ort ist auch schon da. Oh, hauptsächlich herschauen. Jawohl, super. Hat er jeder ein Bier? Herzogen. Prost, jawohl. Mit Maibaum. Und? Aufnahme. Nein. Gut ist gegangen. Ja, und der Wirt sorgt natürlich dafür, für das gute Geleit aus seinem Tal wieder raus, für den Wagen vom Hofbräu. Und so fährt er wieder von der Krugalm hinaus. Und wir bedanken uns beim Wirt von der Krugalm, bei der Feuerwehr, bei der Fischbachau Musikkapelle, die uns so herzlich aufgenommen hat, für diesen wunderschönen Tag und freuen uns schon aufs nächste Mal. Fischbachau. Und wen es interessiert, die Internetadresse kommt jetzt gleich im Anschluss und da finden Sie alle wichtigen Informationen für ein schönes Wochenende in Fischbachau.